Seid ihr mit dem Gift schon weitergekommen? Oder möchtet ihr euch meine Waren ansehen? Oh, nee, das tut's nicht gut. Dann werden wir uns Giftextrakt besorgen müssen. Oh, vielleicht hat der andere Typ ja noch irgendwie sowas. Einer meiner Vettern ist bei den Templern. Der andere Verkäufer da an der Kirche, der sogenannte Wicht. Ich frage mich, Morrigan, glaubt ihr an den Erbauer? Ah. Sicher nicht. Mich plagt keine urtümliche Furcht vor dem Mond, sodass ja! ich an etwas glauben müsste, um nachts wohl schlafen zu können. Das gefällt mir. Aber das kann doch nicht... Seid ihr hier, um mir Kopfschmerzen zu bereiten? Oder wollt ihr tatsächlich etwas kaufen? Lass mich mal Es sehen. Ist nicht viel, aber ihr könnt gerne einen Blick drauf werfen. Ja, du hast sogar Giftextrakt. Das gefällt mir. Kaufen wir mal 3 davon. Da muss ich gar nicht erst irgendwie suchen. Was jetzt? So, wir können gleich hier loslegen. Und ein paar davon herstellen. Hier. Dann noch irgendeinen, der sich mit Fallen auskennt. Das wäre irgendwie nicht zu schlecht, glaube ich. Wie kommt es, dass Terra... Na, Balin, alte Socke. Seid ihr mit dem Gift schon weitergekommen? Ja. Oder möchtet ihr euch meine Waren ansehen? Ich habe, was ihr wolltet. Großartig! Wenn diese Dinger auf mein Land kommen, wird ihnen das eine Lehre sein. Hier ist ausreichend Gold, um eure Ausgaben zu decken. Und noch etwas obendrauf! Gott. Der Junge ist auch ein bisschen wahnsinnig. Wie ihr meint. Was sollen wir machen? Was können wir tun? Halt einfach den Kopf und... Da haben wir noch einen Quest. Erstmal das Fass einluschern. Ein Kurzbogen aus Ulme. Apropos, ich wollte ja noch hier die... Ihr bekommt ja noch Ausrüstung von mir. Das ist ja nicht unbedingt. Morrigan unter Umständen. 84. Ne, der ist schon besser als der da. Naja, dann kann ich den zählen. Und Liliana, dein guter Kurzbogen. Langbogen. Und du kriegst noch einen besseren von mir. Seid gegrüßt, Fremde. Ich nehme nicht an, dass ihr jemanden kennt, der Fallen herstellen kann, oder? Wofür braucht ihr die Fallen? Der alte Balin sagte, die dunkle Brut könnte bald hier sein. Er hat einige Fallen auf seinem Hof. Ich dachte, ich sollte auf meinem Land vielleicht auch welche aufstellen. Aber Balin will seine Fallen vergiften. Ich möchte ganz normale Fallen. Ja, warum kaufst du dir denn gern keine? Es gibt keine mehr. Balin hat alle Fallen, die es im Dorf gab, auf seinen Feldern aufgestellt. Balin hat Giftfallen aus seinem Land, nachdem ich ihm ja nur das Gift geliefert habe. Er hat noch kein Gift im Erbauer, sei Dank. Also sind seine Felder einfach voller Fallen. Er kann manchmal ein bisschen exzentrisch sein. Um es milde auszudrücken, ja, aber ich kann euch nicht helfen. Entschuldigt, ich wollte euch nicht belästigen. Wie, was habe ich nicht gesagt? Fallen herstellen wäre nützlich? Scheiße. Naja. Also, verstehe ich das richtig? Ihr wart eine Klosterschwester? Und ihr müsst ein Bruder gewesen sein, bevor ihr ein Templer wurdet, oder? Ich war ja kein vollwertiger Templer. Ich wurde vor meinem Gelübde für die Grauen Wächter rekrutiert. Habt ihr es je bereut, die Kirche verlassen zu haben? Nein, niemals. Ihr etwa? Ja, ihr mögt es vielleicht nicht glauben, aber ich habe dort Frieden gefunden. Eine Art Frieden, die ich...
zuvor nie gekannt hatte. Im Kloster war es oft so still, dass ich anfing zu schreien, bis einer der Brüder herbeigelaufen kam. Ich sagte, ich wolle nur überprüfen, ob noch jemand da sei. Man weiß ja nie, richtig? Nein, so etwas habe ich nie getan. Ich mochte die Stille. Wie ihr meint. Aber der Ausdruck in ihren Gesichtern war Gold wert. Ein Schelm, ein Schelm. Mir fällt dabei ein, ich habe dem ja noch ein Schild aufs Auge zu drücken. Mein High-Ever-Schild. So, gehen wir mal weiter. Ich finde mal hier noch was Gutes. Das ist noch eine Quest, aber erstmal lasse ich Liliana die schöne Truhe da öffnen. Eine Aschekrieger-Axt aus Stahl. Aha, schön. Kann man sich gut verkaufen. Habt ihr euch schon um ein Bett für die Nacht gekümmert? Vielleicht solltest du das untersuchen lassen. Hältst du mich etwa für einen Flüchtling? Ihr scheint besser bewaffnet zu sein als die meisten Flüchtlinge, die hier durchkommen. Ich will damit nicht sagen, dass ihr desertiert seid oder dergleichen. Ich schätze, ihr könnt selbst auf euch aufpassen. Ja, eigentlich hätte ich ja gehofft, ich kann dir helfen. Ich habe im Moment keine Verwendung für Schwerter. Wir brauchen Betten, Lebensmittel und ein Ende all dieser traurigen Geschehnisse. Ihr kennt euch nicht zufällig mit Elixieren, Arznei oder Kräutern aus, oder? Ich nicht, aber da ist jemand, der sich auskennt. Dann könntet ihr uns vielleicht einen großen Dienst erweisen. Hier kommen die verschiedensten Reisenden durch und viele von ihnen sind verletzt oder krank. Wir geben unser Bestes, aber uns sind die Vorräte ausgegangen. In den Wäldern im Norden gibt es Arzneikräuter. Wenn ihr ein paar Umschläge für uns herstellt, versuche ich, eine Bezahlung für euch zusammenzubringen. Ich schreibe euch hier alles auf, was ihr wissen müsst. Ja, wir haben ja ziemlich viele Umschläge. Hattet ihr in den Wäldern Erfolg bei eurer Suche nach Kräutern? Ja, das war nicht nötig. Sie werden vielen Leuten helfen. Ich danke euch für diese gute Tat. Ja, kein Problem. 50 fucking Silber? Sind die alle knauserig? Ich könnte jetzt wagen, mich des Diebstahls zu pissen. Ich habe gesehen, wie ihr Vorräte von meinem Karren genommen habt. Die vielen Wiesen haben eure Augen geschwächt. Ein Chasing würde sich niemals zu einem Diebstahl herablassen. Ihr Leute aus den Marschen seid doch alle Diebe und Lügner. Das reicht. Die Leute hier sind ohnehin schon verzweifelt und verängstigt. Sie brauchen nicht auch noch eine Prügelei zwischen euch beiden. Aber was ist mit meinen Vorräten? Ich sagte, es reicht. Es reicht. Doc, Evasit, His... Starit, Merat, Etvasit, Aban, Akun. Maras, Shokra, Anan, ja, Essam. Ja, hallo? Ihr gehört nicht zu denjenigen, die mich gefangen genommen haben. Ich werde euch nicht mehr Unterhaltung bieten als den anderen Menschen. Lasst mich in Frieden. Wer bist du denn? Ein Gefangener. Ich bin in einem Käfig. Oder etwa nicht. Eingesperrt wurde ich von der Kirche. Die ehrwürdige Mutter sagte, er habe eine ganze Familie erschlagen. Selbst die Kinder. Es ist so, wie sie sagt. Jetzt. Ich bin Sten de Beresat. Der Vorhut des Volkes der Kunari. Ja, erfreut. Ihr verspottet mich. Oder ihr zeigt Manieren, die ich in euren Ländern nicht erwartet hätte. Aber das ist jetzt auch unwichtig. Ich werde schon bald sterben. Diese stolze und mächtige Kreatur soll der dunklen Brut zum Fraß vorgeworfen werden. Selbst wenn ihr keine Verwendung für ihn habt, schlage ich vor, dass ihr ihn aus Barmherzigkeit freilasst. Barmherzigkeit? Das hätte ich nicht von euch erwartet. Ich schlage außerdem vor, dass Alistair seinen Platz im Käfig einnimmt. Das wiederum hatte ich erwartet. Ich schlage vor, ihr überlasst mich meinem Schicksal. Ja, ich könnte aber Hilfe gebrauchen. Zweifellos. Welche Art Hilfe sucht ihr?
Ich habe von geschworen, das Land gegen die Verderbnis zu verteidigen. Die Verderbnis? Dann seid ihr ein grauer Wächter. In der Tat. Überraschend. Mein Volk kennt die Legenden über die Stärke und Fähigkeiten der grauen Wächter. Aber vermutlich sind nicht alle Legenden wahr. Würde die ehrwürdige Mutter euch freilassen? Vielleicht, wenn ihr ihr sagt, dass die grauen Wächter meine Hilfe benötigen. Dabei könnte ich ebenso schnell den Tod finden wie hier. Na gut, dann werde ich erstmal gehen. Dann lebt wohl. Damit er hier verhungert oder von der dunklen Brut geholt wird? Niemand verdient dieses Schicksal, nicht einmal ein Mörder. Ich stimme zu. Deswegen laufe ich jetzt auch erstmal zu der schönen Mutter da. Und werde mal sehen, ob wir den nicht befreien können. Er kann doch bestimmt nützlich werden, der Gwisden. Ihr glaubt also wirklich nicht an irgendeine höhere Macht? Ich sehe schon, das beschäftigt euch. Nein, glaube ich nicht. Muss ich denn? Was geschieht dann eurer Ansicht nach mit euch, wenn ihr gestorben seid? Gar nichts? Ich werde jedenfalls nicht an der Seite des Erbauers sitzen, falls ihr das meint. Nur die Würdigen werden an die Seite des Erbauers gebracht. Die meisten anderen traurigen Seelen wandern in der Leere umher, ohne Hoffnung und verloren für immer. Und welche Beweise habt ihr dafür? Ich sehe nur Geister, aber keine umherwandernden Seelen von bösartigen Ungläubigen. Es muss traurig sein, wenn man sich auf nichts freuen kann. Wenn es im Jenseits keine Liebe gibt und keine Belohnung wartet. Ja, der Schmerz zerreißt mich förmlich. Ihr seid zu meinem tief traurigen Kern vorgedrungen. Jetzt verhöhnt ihr mich einfach nur. Ihr habt es bemerkt. Die Tiefe eurer Wahrnehmung ist grenzenlos. Also Morrigans spitze Zunge ist ja toll. Und die Einfältigkeit von Liliana, ich weiß ja nicht. Joa, Liebe im Jenseits, juhu. Und die Angst davor, nicht dahin zu kommen, das ist besser?